Hallo zu meinem heutigen Video. Ja, heute besuchen wir in Holland, in Niederlande besser gesagt, die Windmühlen. Wir sind in Kinderdijk, oder wie das Ding heißt. Ich schreibe euch mal ja, den Namen direkt hier unten ran. Und ja, von unserem Campingplatz bis hierher sind es zu Fuß 5,2 Kilometer. Ich habe mein E-Bike nicht dabei, ich habe auch kein E-Scooter oder was weiß ich. Wir müssen laufen und ich muss sagen, es war die richtige Entscheidung. Man läuft circa eine Stunde oder eineinhalb, wenn man gemütlich läuft. Man sieht sehr, sehr viel von den Niederländern. Also wie schön die wohnen, wie die Stadt auch hier aussieht. Es ist eine schöne kleine Ortschaft. Und ja, ich freue mich, euch nachher die Windmühlen zeigen zu dürfen, wenn ihr sie nicht schon mal gesehen habt. Also ein Besuch ist es wert. Ja, 19 Mühlen sind es, die meisten sind in privater Hand, also es wohnen tatsächlich Menschen da drinnen. Deswegen ist hier auch Drohnenfliegen verboten, sonst hätte ich gesagt, hey kommt, ich mache hier einen Drohnenflug, aber das mache ich nicht, einfach aus Respekt zu den Leuten. Außerdem ist es hier auch ein Naturschutzgebiet, solange wir hier laufen, sehen wir Wildgänse, wir sehen Pferde, wir sehen Kühe. Alles so Flüsse hinter mir, könnt ihr das sehen, wie das sich so hier entlang zieht alles. Weiß nicht, das sind wahrscheinlich künstlich gemachte ja, Kanäle, aber trotzdem schön. Ja. Ja Leute, wir haben jetzt die erste Mühle erreicht. Ich habe mal eine schöne Aufnahme gemacht mit meiner Sony Alpha 6600. Hier sind lauter Fahrradfahrer. Wir haben noch nicht rausbekommen, welchen Streifen wir nehmen, weil es sind zwei solche Streifen. Auf der rechten Seite fahren die Fahrradfahrer in die Richtung, auf der linken Seite kommen die Fahrradfahrer in der Richtung und ich glaube, Fußgänger sind nicht erwünscht. Ne, das Gefühl hat man hier einfach. Ja. Es sind, wie gesagt, insgesamt 19 Mühlen. Wir sind jetzt auch am Überlegen, sind die denn alle gleich? Sehen die alle gleich aus? Wissen wir nicht. Wir werden mal schauen. Ja, es windet sehr stark, deswegen auch der Puschel. Ja, wir haben auch sehr starke Wolken. Ist vielleicht nachher mal gar nicht mal so schlecht, wenn ich irgendwo, wenn ich es hinbekomme, wenn wir uns irgendwo hinsetzen, mal 20 Minuten eine Timelapse mache. Mal gucken, ob das dann gut ausschaut. Jetzt laufen wir auf jeden Fall mal weiter. Ja. Und genau das hier hatte ich aufgenommen und wie es aussieht, die haben alle so einen Steg, wo sie auch ein Boot haben, wo sie dann auch mal ja, hier fahren können mit dem Boot. Da drüben scheint es auch so zu sein. Wirklich klasse. Also so leben, denke, kann ich mir chillig vorkommen. Wir haben auf jeden Fall hier ein super Wetter erwischt, weil nicht zu warm, nicht zu kalt. Es ist zwar bewölkt, aber ja, also zum Laufen prima. Zum Fotografieren hätte ich mir ein bisschen mehr Sonnenlicht gewünscht. Es müsste jetzt kein hartes Licht sein, aber vielleicht ja, ein ja, sag mal, schwaches Licht hätte schon gereicht. Da hätten wir so ein bisschen blaues Wasser.
weniger Wind, dann hätten wir vielleicht auch eine Spiegelung von den Mühlen auf dem Wasser. Ja, von dem her, so viel Glück hatten wir heute nicht. Jetzt schauen wir mal, wie wir das alles hier bewältigt bekommen. Ein paar schöne Fotos habe ich trotzdem hinbekommen, denke ich mal. Und gesehen habe ich es vor allem, ja, dass ich sagen kann, ja, da war ich. Das habe ich mir angeschaut. Wirklich toll. Ja, sollte man auf jeden Fall besuchen, wenn man in Holland ist. Auch mal hier vorbeikommen. Auch die Ortschaft ist schön. Wir sind da mal durchgelaufen, zu schauen oder zu sehen, wie die Holländer so leben mit ihren nicht vorhandenen Vorhängen, dass man ins Wohnzimmer gucken kann. Das alles hat irgendwie was. Und sehr interessant, finde ich auf jeden Fall. Jetzt haben wir so eine Art Plan hier gefunden. Wir sehen, wir sind da entlang gelaufen. Hier, das habe ich vorhin aufgenommen. Die Mühlen haben wir aufgenommen. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht, wenn man es sehen kann. Und jetzt laufen wir hier entlang. Hier gibt es ein Museum, das hier. Da kann man auch auf WC. Ja. Bei dem nächsten, also wo wir jetzt waren, hätten wir auch Kaffee trinken gehen können. Ja, das ist mir jetzt gerade vorbeigelaufen. Das habe ich auch ein Foto gemacht hier. Da kann man auch einen Kaffee trinken und dann geht es hier entlang. Insgesamt, wie gesagt, 19 Mühlen. Ja, hier gibt es dann eben noch mal so eine Pumphaus, ein Pumpinghaus steht dort. Ja, ob wir so lang laufen, weiß ich nicht. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dieser Strecke hier. Die Strecke lang werden wir jetzt auf jeden Fall runterlaufen. Genau. Und hier sieht man eben noch mal, ja, gut beschildert, gut gezeigt. Wie gesagt, wir haben ein gutes Wetter. Hoffen wir mal, dass es nicht regnet. Mal schauen. Weil Schutz suchen hier wäre ein bisschen vergebens.
Ja, Leute, wir sind jetzt hier in Kinderdijk. Das ist diese Stadt oder dieses Stadtteil, wo die holländischen Windmühlen sind. Und ja, was soll ich sagen? Das Wetter war heute nicht besonders, aber es war ideal zum Laufen. Zum Fotografieren hätte ich mir ein bisschen blau gewünscht im Himmel. Ja, mit Wolken gemischt vielleicht, dann wäre das alles optimal gewesen. Ein wenig weniger Wind, dann hätte ich auch Spiegelungen gehabt. Leider kann man das ja alles so ein bisschen nicht lenken. Heute fahren wir wieder weg. Das war schön hier. Am schönsten fand ich auch hier den Platz. 18 Euro. Man hört zwar die Straße, aber es ist nicht so schlimm. Also man kann es echt ertragen. Jetzt werden wir unser Grauwasser, unser WC-Kasten hier erstmal entleeren und Frischwasser auffüllen. Ist im Preis inklusive. Und dann geht es Richtung oder hinter Rotterdam zu der Stadt Schwenningen oder wie es geschrieben wird. Ja, ich werde es auf jeden Fall euch nochmal hier verlinken. Und dann bleiben wir noch einen ganzen Tag dort. Also morgen haben wir vor, dort zu bleiben. Das wird alles noch heute Abend passieren, dass wir da hinfahren. Auf dem Weg dahin gehen wir natürlich wieder zu einem Lidl oder Aldi, geben unser Leergut ab, kaufen ganz normal ein. Preislich ist Holland leicht teurer als Deutschland. Merkt man aber ehrlich gesagt, wenn man viel einkauft, vielleicht eher. Wir kaufen immer die Sachen, die uns ausgegangen sind. So viel sind es nicht. Dann sind wir so mit 20, 30 Euro dann an der Kasse. Ja, also das brauchen wir heute. Da gibt es so Dinge wie Brot, Eier, Mülltüten haben wir jetzt keine mehr. Solche Sachen kaufen wir jetzt dann tatsächlich beim Lidl. Und danach anschließend wieder zu einem Wohnmobilstellplatz in Schwenningen, ja, und werden dann morgen von dort aus uns wieder melden. So, ich räume hier noch ein bisschen den Toni auf und dann fahren wir los. Danke fürs Einschalten, schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Murat.